So, und dann geht's weiter mit einer nächsten Folge von Lux Perpetua, so rum. Ich glaube, ich habe den Namen jetzt langsam drauf. Wir sind hier stehen geblieben bei diesem einen Goldblock hier und dem Schalter, aber wenn man da drauf drückt, passiert nichts. Das ist nur für die Schiene da unten. Aber, pass mal auf, wenn wir um die Ecke gehen, hier ist die Tür einmal schon geöffnet worden. Oh, diesmal meine Frame ist weit oben. Oh, ein Wunder. Langsam läuft sie da flüssig bei mir. Wahrscheinlich ist das die, hat dieser geheime Schalter, den wir im Haus betätigt haben, da unter dem Tisch da hier, diese Tür geöffnet. Ansonsten hätten wir jetzt zurückgehen müssen, den noch suchen müssen, aber... So wie es aussieht, war es das wohl. Ich denke, das sieht aus wie so ein Endgegnergang irgendwie. Sieht er so aus, du kannst ruhig mal vorgehen. Sag mir dann, ob es gefährlich ist. Ja, klar. Ich bin wieder das Versuchskaninchen. Okay, mal sehen. Keine Platten, soweit ich kann. Keine jetzt. Platten? Okay. Sehr episch. Epische Musik. Ja. Na, ich weiß nicht, kommt daran, was für Musik ich jetzt gerade eingefügt habe. Lol, wie lang geht denn das hoch? Okay, wir sind ewig weit runter. Ja. Das aber dann immer so der vor. Button war ja da, dass wir wieder zurückfahren. Ich wow, glaub... noch weiter. Ah, jetzt generiert sich die Map. Okay, jetzt könnt langsam wieder ruckeln. Wo es geht. Oh oh, hier sind Schaltplatten. Ich hüpfe da mal einfach rüber. Ich weiß nicht. Wollen wir vielleicht was da drauflegen und dann einfach ganz schnell rüberhüpfen auf die andere Seite? Aber ich will es irgendwie nicht riskieren. Ah, du hast sie gedrückt. Was? Du hast es gedrückt. Nein. Doch. Ja, jetzt hast du gedrückt. Ja, aber das hat man vorhin auch schon gehört. Warte, hier rechts hat sich irgendwas getan. Das höre ich durch meinen 5.1 Logitech G35. Ah, das ist die Lava! Hinter dir! Ach so, au! Oh. Shit. Run. Okay, Achtung. Ich würde sagen, hier kann uns die Lava erstmal nichts. Nö, kann sie nicht. Aber doch, die Brücke fackelt jetzt ab. Ich glaube, das war mit Absicht so. Okay, ich bin jetzt eh schon drüber. Ist nicht allzu schwer. Du schaffst das! Was? Gleich beim ersten Mal. Yay. Wow, okay. Wenn man nur kurz drüber geht, dann geht das ja nur auf und gleich wieder zu. Und ja, da kommt nicht viel Lava raus. Weil es kann sein, dass sich auszubreiten. Na, egal. Gut, dann geht's mal hier weiter nach vorne, würde ich sagen. Da hier so in dem Bereich. Jo, hier geht's. Ja. Da kommt ein Zombie von hinten. Murphys Mansion. Oh. Helft dir mal. Murphys Mansion, das ist jetzt irgendwie so ein Labyrinth oder was? Ja, da kann ich mich auch an ein schönes Spiel aus meiner Kindheit erinnern. Luigi's Mansion. Kennst du das? Nö. Ich kenne irgendwas von The Maze oder sowas. Von wo man sich total erschreckt, wenn man so voll konzentriert ist und bam, kommt so ein Gesicht. Ah ja, das kenne ich. Das ist irgendwie so ein Rätsel, was im Internet irgendwo ist, ne? Jo. Und dann auf einmal... Aha! Sieht man bei YouTube die... gibt's mal Videos, wie sich Leute davor erschrecken. Ja, so kleine Kinder. So vor dem PC verkloppen. Ja, das hat so ein Typ mit seinem Kind gemacht und das Kind erschreckt sich so und haut die Maus gegen den PC und alles. Das ist aber krank, wenn man sagt, sowas. Achtung, Skelett von hier unten, ach komm, den hau ich mal weg. Zack. Run away, don't let them get you. Okay. Das heißt jetzt so. Ach, hier ist ein Checkpoint, komm, lass mal pennen. Hier ist ein Checkpoint. Geh mal ein Checkpoint rein. Ah ja, sehr gut. Oh, 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 Skelett. Wegen Tag. Ich hau das eben noch weg. Aber ich glaube, wir können nicht pennen, weil Monster. Mach mal eben die Tür, okay? Warte, ich geh raus. Ich rausgehen. Ich hab den Fell durchgespannt. Der hat gerade einen Fokus auf mich, oder? Ja. Ja, deswegen. Ich hau erstmal das Skelett hier weg. Bam. Ja, das wollte ich vermeiden. Ja, nee, zum Glück hat er kein nix von dem Gebäude oder von dem Gebauten hier weggehauen, sondern wirklich nur da hier so ein bisschen am Rand. Ja, okay. Ich hab ihn geschlagen, wollte weglaufen, aber. So, ich hoffe mal, jetzt geht's ein bisschen besser. Einfach reinlegen, pennen. Jo, machst die Tür dir zu. Haben wir hier noch irgendwas, was ich mir nehme? Ich nehme immer schon mal ein paar Fackeln mit. Sonst. Achso, ja, Fackeln. Ja, sonst nix. Fackeln da, genau, 16 Stück nochmal. Gut, und jetzt. Abwein da. Schön pennen. Jo, tralala. Und ja, genau, jetzt geht's auch weiter. Sehr schön. Gut, gut, gut. Und dann können wir mal wieder rausgehen und uns hier ein bisschen umschauen. Run away, don't let them get you. Mhm. Das heißt, wenn wir da reingehen, kann es sein, dass über Mobs kommen oder so. Und wir müssen uns beeilen und durchrennen. Das wird jetzt ein bisschen actionreicher, würde ich sagen. So vom Gefühl her. Wie sollen wir überhaupt da reinkommen? Ah. Schon wieder ein Skelett von hinten. Die gehen langsam auf den Keks hier. Ich schau mal schon mal so rein. Kann man wieder raus? Ich, es wird eine Menge mit Spinnen zu tun haben. Aber das ist nur ein Einweg. Wenn man einmal drin ist, kommt man nicht mehr durch die Tür raus. Okay, ich bin gerade schon rechts rumgegangen. Da ist nichts mehr. Ich komme mit rechts. Ich man hört auf jeden Fall die Zombies. Ich denke... Man wird nachher in den Dingen stecken bleiben, in den Netzen. Und auf einmal kommt so ein Zombie. Oh, oh, Netherrack. Oh ne, Soul Sand. Ach du Kacke. Spinnen. Damit alles verlangsamt wird und Spinnen und... Ah, ja, ja. Okay, Spinne weg. Zombie.
Aber wenn hier ein Creeper drin ist, ist es, glaube ich, nicht mehr so schwer, weil der dann... Ja, dann ist es noch schwerer, weil er erst dann alles wegspringen würde. Okay, nächste Etage. Next Floor. Direkt begrüßt uns hier ein Zombie. Warum auch nicht? Hier sind wieder überall Spawner versteckt, könnte ich wetten. Ja. Ja, eine hinter... Jukebox. Eine Jukebox. Ja. Was drin? Ist hier irgendwo ein... Ja, da sind sogar eine Music-Disc drin, aber ich komme da nicht dran. Schade. Ich hab's gerade mal rausgehauen. Okay, wie kommen wir jetzt da hin? Hier ist nix. Doch, hier könnten wir theoretisch... Ah. Doof. Geht nicht. Mm. Sind wir doch falsch, oder was? Was bringt das denn sonst? Vielleicht ist auch irgendwo wieder eine Pressure Plate oder... Ey! Ha? Da war eine Tür. Da war eine Tür? Ja. Bist du durch? Dieses Fansgate war hier. Ach so, es war ein Fansgate. Ich dachte auch, es ist ein Sound. Oh, oh, ja, hier, die Zombies, die haben mich wieder. Stimmt ja, ein Fansgate. Ah, ja, ja. Oh, ich hau mir mal eben was rein. So ein Brot. C418. Oh, ein Map-Part, Eisen und noch ein Kuchen ist mit drin. Den können wir für ihn später mit aufnehmen. Was tue ich mal raus? Ich glaube, so, ich tue mal hier so... Kohle. Wood. Ich habe hier Wood vom Haus, aber das glaubt, das dürfen wir gar nicht verwenden, weil es ja von der Sprengung da war. Tu das Verfaulte? Nee, das tue ich doch mal nicht mit rein. Ich würde nochmal vorschlagen, was können wir da reintun? Puh. Nee, den können wir auch nicht. Verfaulte Fleisch, ich habe sowas von viel davon. Gebratensteak. Eine Redstone-Fackel. Denke ich, dass wir die von der Explosion aus Versehen mitgenommen haben, oder? Das kann sein. Die muss es auch ausholen. So. Ich habe hier ein Map-Hard gefunden und da steht Professor Stewart's Diary. Dieses Haus ist furchtbar. Ich bin nur hier für eine Nacht und nie wieder. Ich war noch nie so geängstigt beim Schlafen, hatte nie so Angst beim Schlafen wie jetzt. Morgen will ich für einen Weg nach draußen schauen. Okay, beim ersten Mal lesen sind die Sätze immer so ein bisschen durcheinander, das muss man verstehen. Beim zweiten Mal lesen ist das deutlich besser. Das Haus ist irgendwie furchtbar. Ich bin jetzt zwar schon seit einer Nacht hier drin, aber ich habe mich noch nie so gefürchtet wie beim Schlafen wie jetzt im Moment. Morgen werde ich nach einem Weg schauen, um hier rauszukommen. Also okay, beim zweiten Mal geht's. Ich bin auch schon ein bisschen hier. Guck mal, das ist, glaube ich, ganz spaßig, was jetzt kommt. Spaßig? Ja, keine Ahnung, ich habe bisher nur das hier gesehen. Das sieht eigentlich ganz leicht aus. Jo, so ein Gang einfach zum was anderem, nehme ich mal an. Okay, Pistons. Pistons. Kann man hier langlaufen? Kommt denn nichts hin? Ich denke, Treppe oder Wasserfall, was sagst du? Treppe eher, oder? Ja, so. Könnten wir machen. Ich guck mal ganz kurz. Wasserfall okay, kannst du, glaube ich, dann. Beeilen. Pass auf, ich glaube, da ist eine Kiste, kann das sein? Ja, da ist eine Kiste. Wo? Hier. Beim also, Wasser. Schwimmst du grad hoch? Ja, wo ich gerade hochschwimme, da ist eine Kiste. Mit 3 Diamanten drin. Okay, aber ich hab das gerade so gemacht. Ich bin auf diese Pressure Plate drauf und dann hat sich dieser Pisten hier hochgehoben. Und dann konnte ich hier jetzt drauf springen. Nur ich weiß jetzt gerade nicht, was mir das gebracht hat. Ah, hier geht's noch weiter. Allerdings, wie komme ich denn da hin? Gut, ich habe die Diamanten eingesammelt. Das Problem ist halt, ich komme hier nicht raus. Ich muss mal hochschwimmen, das Eisen einsammeln. Ja, das Problem bei mir ist hier jetzt gerade, hier geht zwar die Treppe weiter, allerdings weiß ich gerade auch nicht, wie ich da hinkommen soll. Ah, hier ist auch noch ein Pisten. Wie soll ich denn an den rankommen? Hier sind allgemein ziemlich viele von denen. Ah, hier ist auch noch so eine Pressure Plate. Okay, ich habe alles eingesammelt. Gut, dann kann ich auch nach oben. So, ich habe auf diese Pressure Plate jetzt hier mal eben noch so ein Erdblocken draufgeworfen. Ach so, Erdblocken. Erdblock. Dann sage ich dir mal von mir das da und werf's hier mal ganz kurz drauf. Jetzt bin ich auch nach oben. Aber ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ach so, hier hinten ist jetzt ein anderer Pisten. Ach so, ja, genau, da ist ein anderer Dingsen. Ah, nicht geschafft, schade. Das Problem ist, ey, wir könnten unser Inventar voll machen. Pass mal auf, wir nehmen einfach irgendwo einen Stack, den wir haben, und teilen den und stopfen unser Inventar voll. Ja, ich habe eh schon 28 Erde dabei. Genau, jetzt habe ich mir eine Tafel geschafft. Jetzt dürften wir die Items nicht mehr einsammeln, über die wir gerade drüber laufen. Wenn ich jetzt so einen Spinnfaden in die Hand nehme, den da drauf werfe, auf die Platten immer. So, zack. Ja, ich nehme die 10 Erde, die noch übrig sind. Nee. Oder so. Die Erde, genau, geh mal warte, vor. Warte, ich probiere es mal. Ah, zack. So. Ah, jetzt stehe ich hier drauf, jetzt hast du da leichter. Okay, jetzt ist hier ein Schalter.
Bringt er? Gerade hat sich nichts getan, aber wahrscheinlich ist das für eine Tür oder so. Lass den mal betätigt. Oh, das ist, weil ich hier drauf stehe. Ja. Ich gehe mal kurz hier drauf und mach da mal einfach Item 5. Mhm. Nimm das mal eben nicht. Nee, geht nicht. Aber war der nach unten an? Nach unten hast du ihn angeschaltet oder nach oben? Hast du ihn zweimal gedrückt? Ich habe ihn zweimal gedrückt, dass er wieder so weit. Gut, dann habe ich ihn wieder zurückgestellt einmal. Okay, musst mit Sprinten rüber, ne? Ja, ja, okay, hast du den einmal, auch unten einmal an? Nee, oder? Den habe ich noch gar nicht angerührt. Dann mache ich den einmal an. Ja, achso, das für den Plus. Das ist allgemein für zwei Spieler, denke ich, jetzt hier gemacht. Ja. Okay, dann hau ich mal eben hier einen drauf. Komme dann hier hoch. Ups. Was bewegt der hier? Mach nochmal. Ja. Nee, das ist für den einen Pistenblock hier, dass man leichter drüber kann. Aber, ouch, jetzt hast du mir, ich wollte drüber springen, da standest du gerade schon, bin wieder runtergefallen. Macht nichts, ich komme nochmal von hoch außen rum. Ich mach mal ganz kurz Brot und esse mich wieder voll. Ich schau mal schon, was hier oben noch alles vonstatten geht. Ich denke eigentlich gar nichts. Nix? Kann ja nicht sein, irgendwas muss doch da sein. Ja, okay, doch, hier geht's weiter. Hier sag ich doch. Wäre auch ein bisschen zu seltsam, wenn er X wäre. Da. Okay, ich spring mal. Hopp. Ja. Ich glaube, hier war irgendwo die Wasserkiste, die Kiste, wo ich. Ach, da. Können wir weitergehen. Yeah, okay. Haben wir geschafft. Runter, oder waren wir hier schon? Waren wir hier nicht schon? Nee, waren wir nicht. Nee, das war der andere Weg. Das war der andere Weg. Hier ging es weiter jetzt nochmal. Okay. Ab durch da. Oh. Labyrinth. Labyrinth, natürlich. Immer links rum, habe ich mal gehört, aber. Nein, das Beste ist, wenn du einfach an der Wand entlang tastest. Nicht immer links rum, immer an der Wand entlang tastest mit einer Hand und darfst die Wand nie loslassen. Irgendwann bist du alles abgelaufen. Okay, da ist gerade ein Zombie. Hallo. Einfach alles schön abtasten mit der rechten oder immer. Kann ich den gerade nicht schlagen, weil hier diese Lianen sind. Ah, jetzt geht's. Wow. Das ist jetzt doof mit PvP. Ich glaube, ich werde bald mal PvP ausmachen. Okay, ich hab'n gekekst. So, dann geht's hier rum. Ich dachte, das wäre besser für so eine Dinge, aber. Okay. Hier ist nichts mehr, hier ist auch eine Sackgasse. Dann da lang, immer schön rechts mit der rechten Hand an der Wand entlang streifen, so ein Anführungszeichen, und dann sollte man irgendwann alles abgelaufen sein. Oh, Zombie weg. Jo. Nee, hier ist auch nichts. Stimmt. Sackgasse, Boden hochguckt, raus. Hier ist auch nichts. Sieht man Zombies und Creeper. Creeper, ouch. Boah, ich hab Angst, dass der uns das ganze Labyrinth, aber der ist jetzt eh tot. Hier geht's nicht her. Nee, das ist auch eine Sackgasse. Okay, wieder natürlich rechts an der Wand entlang. Und dann in den nächsten Abzweig rechts rein. Dann ist mal alles abgelaufen. Hier ist, oh, hier ist doch was, aber. Ah, da können wir natürlich jetzt nicht hin. Hier! Hä? Ich hau hier mal eine Fackel hin. Hey, ist gar nichts. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Bin soweit eigentlich alles abgelaufen. Jetzt bin ich auch mal wieder draußen. Seltsam. Obwohl, nee, vielleicht haben wir was übersehen, wo wir hoch müssen. Ja, ich hab ihn. Was, den Creeper? Nee, den Weg. Den Weg, warte mal. Ich sehe einen Creeper. Oh, shit. So, hier, komm hierher. Hier. Wo, da? Ja, ich nehme mal die Fackeln. Ich hau hier mal eben eine Fackel hin. Ups, hab ich die irgendwo gesehen hier? Okay, das ist doof, wenn wir ineinander stehen, wenn wir Zombies angreifen. Ja, ich merk's gerade. Und vor allem an diese Grundlautstärke, die hier vorhanden ist, ne? Das ist immens hoch. Naja. Ist gerade auch nicht, wo bist du hingelaufen? Bin weiter ins Dunkle hinein. Okay, ich bin hinter dir. Die Lianen stören halt beim Schlagen. Schieß mir ab. So, okay. Ah, ich gehe jetzt eine Leiter runter und da sind noch mehr Zombies. Oh Gott. Ich mach das jetzt einfach mal so, ich gehe jetzt einfach mal rein. Schlag ein bisschen von oben. Oh, ganz viele Spawner. Aber alle weg. Ich würde sagen, erstmal Spawner ausleuchten. Jo, bin ich auch dafür. Ich laufe sofort zum Spawner. Ich nehme mal ganz kurz die Fackeln, tu was anderes auf weg. Alter, die Diamantrüstung ist genial, ich krieg kaum Schaden. Ich krieg auch kaum Schaden, die Diamantrüstung ist noch nicht mal angetastet. Obwohl ich gerade von drei Zombies angegriffen werde. Ja, egal, man sieht, die Leben flackern, aber es wird nichts abgezogen. Und Diamantrüstung, okay, die Diamantrüstung kriegt schon Schaden, aber sie hält immens aus. Bei mir ist alles voll. Ich sehe noch eine Spinne. Ah nee, die war woanders. Ich sehe, dass es hier unten noch weiter geht. Hier ist eine Treppe noch nach unten. Ja,
Spinne. Na egal. Alter, ich kaufe mal so Schaden, aber es kommt nichts. Das habe ich nicht gemacht gerade. Ja, ja, macht nichts bei der Rüstung. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter runter hier jetzt, ne? Jo, aber zuerst muss ich sagen, was da unten passieren wird, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen, bei den Höhlenspinnen da. Denn die Zeit ist wieder voll und deshalb muss jetzt der nächste Aufnahmestopp kommen. Das nächste Mal wieder bei ConCrafter und auf Wiedersehen. Tschüsschen. Zur nächsten Folge.